Du so, Mr. Tübingen, du siehst sehr, sehr eitel aus. Du siehst sehr, sehr bossmäßig, womöglich aus. Wer bist du und was machst du da an meinem Schlafplatz? Ja, das wüsste ich aber gerne. Hm? Du hast auf jeden Fall schon mal mehr am Gürtel als ich. Was sagst du denn da? Am Gürtel. Selber ein Schikastein. Wenn du den Schikastein hast, bedeutet das ja. Du bist Lock, der nach dem wir die ganze Zeit gesucht haben. Natürlich. Oho, was für ein Glück. Der Typ, den wir suchen, verirrt sich ganz von allein in unser Versteck. Ganz von allein. Wie von Geisteshand geführt. Oh, wo sind meine Manieren? Ich sollte mich erstmal überaus. meinen überaus wohlklingenden Namen verraten. Die Erwartungen sind hoch, mein Freund. Meister, der Jäger, der Starke, der Prächtige, der Unübertreffliche, Gerd. Koga. Von mir aus. Ja, nehmen wir dann mal schön. Der dich jetzt umbringen wird. Achso, läuft das also. So läuft das also. Warum bin ich jetzt schon wieder aufgeregt? Was? Das war kein Aufregen. Freunde. Was muss ich tun? Oh, ich muss dem wahrscheinlich so ein Ding hier durch die Gegend werfen. Okay. Ist Eisen, aber es ist, glaube ich, die Tür, durch die ich reingekommen bin. Das funktioniert so schon mal. Danke. Das funktioniert so schon mal nicht. Vielleicht. So, ich habe auch nicht mehr viele Pfeile. Das funktioniert also scheinbar auch nicht. Oder muss ich den einfach angreifen? Ah, Moment. Vielleicht muss ich. Nee, geht's auch. Quatsch. Jetzt aber. Nee. Aha. Das ist ja herrlich. Ich dachte gerade für einen Moment, ich würde den mit der Fackel verprügeln, aber zum Glück ist dem nicht so. Es ändert jetzt auch nicht allzu viel. Sehr, sehr schön. Okay, also pass auf. Kriegst dann also deine eigenen Sachen vor den Kopf? Radaradatsch. Welche herrliche Mechanik. Okay, jetzt. Ich merke, das HB-Männchen lebt. Zumindest bin ich mal nicht das größte HB-Männchen. Ist doch gut. Ist doch alles easy, Alter. So, pass auf, jetzt. Die Frage. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich so timen, dass er das auf den Kopf bekommt. Ja, ich habe verstanden. So timen, dass er es auf den Kopf bekommt. Sagt er und traf nicht. Die Frage ist, hält der irgendwann mal an? Und die Frage, und eine weitere Frage ist, was mache ich, wenn ich keine Pfeile mehr habe? Da habe ich wahrscheinlich ein Problem. Hält der irgendwann an? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir warten mal. Pass mal auf. Wir warten mal. Wir warten mal, ob der vielleicht irgendwie, ob die Phase irgendwann endet, sodass er vielleicht anhält. Das werden wir tun. Zumindest erstmal so testen. Geht der irgendwann? Ich meine, ha. Okay, scheinbar nicht. Das muss tatsächlich getimt sein. Okay, zumindest mal versuchen. Aber dann wollen wir natürlich tun, wie uns geheißen. So, pass auf. Nee, das klappt. Boom, Schakalacke. Oh, komm, brav zu mir geflogen. Aber das ist ja ein Service hier. Das ist ja schon fast ein Boss-Liefer-Service, sozusagen. Mein Knochenbockstock zerbricht gleich. Oh mein Gott. Mein Bratschinken für meinen Rücken. Guck mal, der ist ein bisschen klein für ein Bratschinken. Aber wir bleiben mal bei dem Typ. Und dann. Na? Nee, das war knapp. Nee, das war ziemlich knapp. Das war. Fies. Knapp fies, knapp gemein und hinterhältig. So, jetzt aber, guck. Nein, kommt er wieder zu mir. Oh, 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 oh. Noch eine Phase. Läuft. Der hat ja mehr Phasen als die Dingenskirchens da. Als die Titanen. Von deinem Stachelei möchte ich aber nicht getroffen werden, mein kleiner Freund. Das sparen wir uns dann bitte. Okay. Oh. Moment. Ich hab verstanden. Bin ich jetzt stärker? Machen wir jetzt einen auf Harry Potter und Voldemort? Wir haben mal übelst viel Schaden gemacht jetzt. Aber ist ein schön designter Boss. Den mag ich. Den finde ich im Prinzip cooler als die meisten Titanen. Ehrlich gesagt. Das ist ziemlich fesch. Oder? I like. Ja. Koga-Cola. Ich kann auch mal auf den Markt bringen. Kann darüber machen, der feine Herr. Ich hätte nie gedacht, dass mein Ende so aussehen würde. Und dann auch noch durch deine Hand. Zum aus der Haut fahren, sagst du? Hau mal richtig eine raus quasi. Ganz ruhig bleiben. Das darf doch nicht das Ende sein. Es muss irgendeinen Weg geben.
Ich hab's. Ich soll wechseln mit Jehehe. Alter, immer mit der Ruhe. Heilige. Jetzt hast du es geschafft, ich mache ernst. Meine über Generationen vererbte Geheimtechnik macht dir den gar aus. War schön mit dir. Erzähl. Lass mich raten, er bringt sich selbst um. Ich möchte bitte, dass er sich selbst umbringt. Das wäre fantastisch. Oh, das sieht nicht so aus. Vielleicht ist er etwas groß geraten. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ja gut, man muss Prioritäten setzen. Ach, egal. Das war's. Jetzt bist du endgültig Geschichte. Diese Geheimtechnik, nur ein Meister kann sie beherrschen. Adieu. Du Feigling. Man wird sich an mich erinnern. Nee, ist klar. Die Jäger werden dich bis ans Ende deiner Tage verfolgen. Und das ist jetzt tatsächlich so. Sobald man den Typ besiegt hat, diese komischen Ninja-Typen, die uns die ganze Zeit gerade hinterhergekommen sind, die spawnen jetzt einfach willkürlich überall auf der World Map. Einfach so. Das ist dann quasi der Nachteil, den dieser Bosskampf dann so tatsächlich dauerhaft mit sich bringt. Während wir allerdings zumindest den Donnerhelm für den Moment gefunden haben, Hashtag Spawner. Und dann mal sehen wollen, was wir damit jetzt quasi so anfangen können. In der Stadt der Dingsbums. Also. Das ist dann jetzt. Was? Was hab ich gespoilert? Ach so. Ah, passt schon. Wir haben den Faden verloren. Zur Abwechslung mal. ja, danke auch. Um sich von einer Sandrobe ziehen zu lassen, benötigst du ein Schild. Hätte das jemals irgendeine Bewandtnis gehabt? wird's mit Sicherheit auch nie haben. Auch nicht in absehbarer Zukunft. Nee, das ist Quatsch jetzt. Guku-Chinese-Schrein. Ja, dann lass mal bei dem Guku-Chinesen-Schrein gucken, was man hier so schön quasi zu essen bestellen kann, Alter. Lass das mal machen. Geht denn hier so in Gerudo City? Take me down. Oh, ich muss mich erst wieder umziehen, ne? Okay. Das gilt übrigens auch weiterhin, wenn man irgendwann mal sämtliche Quests im Zusammenhang mit dieser Stadt geschafft hat. Und man darf auch nicht einfach irgendeine andere Rüstung anziehen. Man muss die ganze Zeit diese Rüstung anziehen. Immer. Jedes Mal, wenn man in diese Stadt möchte. Das ist sehr, sehr fantastisch so. Also, pass auf. Wir schauen mal, was Chefin uns so zu sagen hat. So, für den Moment zu sagen hat. Die ist verschwunden. Ja, Moment, sind wir dran vorbeigelaufen? Wo ist sie denn? Entschuldigung. Wir haben Termine. Du kannst nicht einfach weg sein. Hast du mir was zu sagen? Rio ist im Obergeschoss. Dass sie dich sogar in ihr Schlafgemach einlädt. Ich frage mich wirklich, was sie sich dabei denkt. Wenn du wüsstest. Wenn ihr irgendwas zustößt, werde ich dich höchstpersönlich zur Rechenschaft ziehen. Ja, danke schön. Das Hashtag Kurz ist schuld. So gut, Typ. Da beweist Bescheid. Also, das ist zumindest schon mal gut quasi ausgebildet in Sachen dieser Sachen. Was auch immer. Guten Tag. Die Haare sind mal übelst cool, oder? Erzähl. Frau Doktor. Frau Doktor Wüstentante. Habe ich schon erwartet. Das ist jetzt dein Schlafgemach oben auf dem Dach. Du brauchst es nicht zu sagen. Was denn? Als Königin der Gerudo spüre ich die Macht, die von unserem heiligen Erbe ausströmt. Wenn du sehen kannst, bin ich noch jung. Klar, ja. Meine Untertanen verehren mich, aber sie lieben mich, wie man ein Kind liebt. Ich sehne den Tag herbei, an dem ich mir ihren Respekt als Anführerin verdient habe. Als das heilige Erbe gestohlen wurde, war das die größte Schmach, die ich mir vorstellen konnte. Doch dann kamst du zu uns. Die große Urbosa muss deine Schritte geleitet haben. Nun gut, bitte gib mir den Helm. Für den Moment. Ja, sehr schön. Grüße aus der Schule. Ja, Grüße in die Schule. Ich habe mir sagen lassen, dass diverse Lehrer gefragt wurden, ob sie Kurz kennen. Die Antwort war überraschenderweise nicht ja. Wie sehe ich aus? Fantastisch. Deine Augen sind wunderschön. Stimmt, es strömt im Ström. Einige Scheiße. Das ist Strömception hier. Jetzt geht es los. Ja, lass mich raten, Cutscene. Ja, plötzlich. Plötzlich kommen Erinnerungen. Durch diesen Helm, ich meine, wer erinnert sich durch diesen Helm nicht an irgendwelche? Lustig gesagt. Bitte was? Was da? Das wird jetzt wichtig, bestimmt. Pass auf. Schon romantisch auch, ne? An der Nase einer Frau erkennt man ihr Know-how. Bist du da? Du bist nicht umsonst ihr Leibwächter. Tut mir leid, dass ich dich hier antanzen lasse.
Sie hat den ganzen Tag pausenlos gearbeitet. Kein Wunder, dass sie todmüde ist. Und? Wie läuft es? Kommst du einigermaßen mit ihr aus? Ich verstehe. Aber sei ihr bitte nicht böse. Sie hat's nicht leicht. Jedes Mal, wenn sie das Schwert auf deinem Rücken sieht, zerreißt es ihr das Herz. Die missratene Tochter von Hyrule nennt sie sich. Keine Sorge, es ist natürlich nicht deine Schuld. Dieser große Druck. So lange verfolgt er sie schon. Um die Kraft des Siegels zu erlangen, war sie von klein auf zu spirituellen Übungen verpflichtet. Einmal saß sie so lange in einer kalten Quelle, dass sie krank wurde, ein hohes Fieber. Aber trotzdem blieb ihr die Siegelkraft verwehrt. Um sich nicht gänzlich nutzlos zu fühlen, fing sie an, die Titanen zu erforschen. Sie ist ein gutes Mädchen. Und deshalb müssen wir ihr helfen. Besonders du. Es ist frisch geworden. Ich fürchte, ich muss sie wecken. Hm? Ah. Was macht man sonst, wenn man keinen Wecker dabei hat? Was machst du denn hier? Entschuldigung. Sehr schön. Ich finde es ziemlich cool, dass Zelda als Charakter in diesem Spiel so viel Backstory hat, dass man irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde es ziemlich cool. Ziemlich fesch, dass die eine etwas tragische, unglückliche Geschichte im Prinzip hat. Das verbindet ein bisschen mehr mit Zelda in dem Spiel. Finde ich ziemlich, ziemlich edel. Was ist? Bist du so überwältigt? Oder bist du so? Sag schon. Steht er mir? Er steht dir perfekt. Wirklich? Sagst du doch nur so. Wenn du nach dem heiligen Erbe gesucht hast, hat sich Vana Boris an eine andere Stelle bewegt. Was können wir da nur tun? Bald ist vielleicht schon unsere Stadt in Gefahr. Als Königin, als Gerudo muss ich ihm um jeden Preis aufhalten. Ja, dann lass mal machen. Wirst du mir dabei zur Seite stehen? Aber natürlich. Unser Job. Entschuldige mal. Schon seltsam. Der Kampf steht uns noch bevor, aber durch dieses eine Wort habe ich keine Angst mehr. Ihr schaut mal vor, wir treffen uns auf dem Ausguck im Südosten der Stadt. Wir können uns nach Boris nur auf Sandrobben nähern. Der Ausguck ist zwar nicht weit von der Stadt entfernt, aber zur Übung könntest du mit einer Sandrobbe dorthin kommen. Okay, wir brauchen also Sandrobben. Schon guten Abend, Herr Dr. Peiniger. Peinington, sozusagen. Ja, das ist lieber an alles, da bin ich nicht mit eingeschlossen. Ich werde dort mit einer geliebten Hofrobbe Patricia auf dich warten. Mhm. Aber er ist schon etwas groß. Der Rüssel? Na gut, wir gehen mal. Wenn sie sagt, wir gehen, dann wollen wir natürlich auch quasi Folge leisten. Sie soll es ja wegen der Mitspracherecht hier. Und dann gehen wir. Mal gucken, was die Damen uns da so zu erzählen haben, wie das Sandrobbenreiten denn so alles funktioniert. Also ich meine, weißt du, wir sind ja familienfreundlich. Deswegen kann das ja auch nur, weißt du, also kann ja nur gut werden. Das ist dieser wunderbare Ausguck. Wenn sie mir vorschlägt, mit der Sandrobbe zu reiten, ich das aber natürlich nicht tue. Dann spreche ich mich selbst hier, ist ja fürchterlich. Also. Wir können den Typ hier aber noch einmal nutzen und da so ein bisschen zumindest mit überbrücken und dann wird alles fantastisch. Und dann hatten sie gesagt, wir brauchen ein Schild und das ist dann jetzt im Prinzip, daraus entsteht dann jetzt sozusagen dieser, das war ja bei den ganzen Titanen bisher immer so, dieser Einmarschlauf in den Typ. So funktioniert das jetzt. Das ist das, was wir tun werden und dann, da gucken wir mal, wie wir denn da so reinkommen und so. Ab geht er. Ist das jetzt dieser? Das ist dieser Ausguck. Laut Map. Okay, verstehe. Und auch fantastisch. Ich gehe davon aus, dass ich diese wunderbare Leiter besteigen muss. Mhm. Mhm. So ist das also. Ist gut. Ist fantastisch. Komme ich natürlich mit klar. Das ist ein schönes Haus. Stell dir mal vor. Sieht ein bisschen aus wie ein Pilzhaus, oder? Willkommen zurück in Super Mario World. Kann man hier einziehen oder reingehen? Man kann hier reingehen. Heilige Scheiße. Hi. Moment. Hier sind noch Sachen drin. Wie zum Beispiel ein Gerudo-Bogen. Mit einer Angriffskraft von 7. Müssen wir Falke eigentlich nur mitteilen, dass wir den Falkenbogen gerade weggeworfen haben? Oh. Das ist jetzt eine Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass sie... Bitte was? Natürlich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie jemanden so kleines schicken.
Wahre Größe kommt von innen oder so. Willst du sie mit den Petarden aufnehmen? Aber gut, wenn die Königin dich auserwählt hat, muss es einen guten Grund dafür geben. Die Königin wartet auf der Spitze dieses Ausdrucks. Hoch mit dir. Ja, Chef. Ich kraxel dann mal die Leiter hoch, nicht wahr? Und dann... Mal gucken, was Madame da oben so zu erzählen hat. Ist aber jetzt mal ohne Scheiß. Also die Leiterklettergeschwindigkeit, die ist aber schon, also zumindest mal bemerkenswert. Zumindest mal bemerkenswert. Die Bilder müssen wir mal gucken. Meinst du die Titanen da drin? Oder welche? Oder, also die Dingeskirchen ist da drin? Diese Wächter oder wen? Weil ansonsten, ich sag mal so, diese ganzen Fotos machen, sollten wir das irgendwann mal zu 100% machen wollen, dann werden wir die zu 99% sowieso kaufen. Also, weil ich... Kenne mich gut darum zu wissen, dass ich das Foto machen zu 99% vergesse. Siehst du ihn? Vanaboris, direkt vor deinen Augen. Wo denn? Aber um uns diesem Ungetüm zu nähern, brauchen wir Sandrobben. Bist du bereit? Natürlich. Entschuldige mal. Das ist gut. Zuerst müssen wir mit Hilfe von Sandrobben näher an ihn herankommen. Ich übernehme dabei die Führung. Wenn sich dir eine Gelegenheit bietet, greife seine Füße mit Bombenpfeilen an. Vanaboris bewegt sich mit Hilfe der Kraft der Erde fort. Wenn wir diese Verbindung kappen, können wir ihn stoppen. Aber pass auf, die Blitze, die er verschießt, sind tödlich. Selbst wenn dich nur einer davon trifft, kann das sein Ende sein. Der Donnerhelm wird dich vor den Blitzen schützen, aber seine Reichweite ist begrenzt. Wenn du dich zu weit von mir entfernst, bist du in den Blitzen schuldlos aussehen. Das heißt, die könnte mir theoretisch den Helm zumindest zwischenzeitlich überlassen, tut sie aber nicht. Und deswegen werde ich sterben. Das ist fantastisch. Vergiss das bloß nicht, ja, werden wir tun. Was noch? Wenn du verletzt wirst, dann kehre zu meinem Ausguck zurück. Versprich mir das. Keine Alleingänge. Gezwungenermaßen. Ich habe hier ein paar Bombenpfeile. Sind nicht viele, aber du kannst sie gern verwenden. Dankeschön. Bitte was? Das ist der letzte Titan, ja? Hm? Ich frage dich noch ein allerletztes Mal. Bist du bereit? Na, sicher doch. Ja, ja, wir haben die drei davor haben wir gemacht. Ja, das ist für uns jetzt quasi der letzte. Stell dich besser ein wenig weiter von mir weg. Ich dachte, ich muss in deiner Nähe bleiben. Das wird schon schief gehen. Wir werden auf jeden Fall. Mein Name ist Ryu, die rechtmäßige Thronfolgerin der Gerudo. Die Zeit ist gekommen, die Kraft unseres heiligen Erbes zu nutzen, um Vanaboris zu besänftigen. Urmütter der Gerudo, beantwortet mir mit eurem Donnerhall meinen Ruf. Ladderadatsch. Oh, sehr schön. Es ist ja jetzt nicht so klein, wobei das werde ich noch bereuen, gesagt zu haben, aber... wird schon schief gehen. Das heißt, ich muss mich jetzt dann bewegen, darf gleichzeitig nicht aus dem Ding raus, muss zusätzlich dann noch die Füße. Das wird jetzt, also Multitasking wird fantastisch. Das ist also die Kraft des heiligen Erbes. Ich bin erfüllt von seiner Macht. Aber ich sag mal so, schlimmer als das Schleichen gerade eben kann es ja nicht mehr werden. Los geht's. Ja sicher, Alter. Lass mal übelst einen raushauen jetzt. Endlich mal jemand, mit dem ich mich auf meinem Niveau unterhalten kann. Singen Sie ein bisschen aus wie ein Teekessel. Urbosa, bitte beschütze Long und mich. Ja klar doch. Macht Urbosa mit Sicherheit. Urbosa ist ja quasi nicht urboshaft. Also, wollen wir nicht tun. So was. Fies. Warte. Los! Ja, ich bin ja schon weg. Moment, stopp. Ich hatte doch zu tun. Ich hatte Wichtiges zu tun. Ich musste nicht direkt wegfahren. Warte, so jetzt. Jetzt bin ich. Nein! I wasn't ready. Jetzt bin ich aber ready. Lass mal übelst ready. Aber Moment. Ich bin ja gar nicht in ihrem Tempo. Ja, ich will gerne. Link, das wird fantastisch. Wohin willst du? Ja, das wüsste ich auch gerne, wo das Ding gerade hinzieht. Ich werde sterben. Wir müssen näher ran. Ja, dann... Die Steuerung ist... Ich weiß gar nicht, was ich steuere. Steuere ich Long oder steuere ich das Ding? Ja, dann lass mal gehen jetzt. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Das ist jetzt endlich... Bleiben wir jetzt bei dieser Geschwindigkeit. Dankeschön. Das ist fantastisch. Dann sind wir jetzt quasi... Besten Weg mal, warte, stopp. Machen auf jeden Fall, müssen wir die noch auswählen. Und dann. Nee, geh da mal lieber rein. So. Wir sind quasi sicher. Mehr oder weniger. Wo ist denn der Typ? Zeige ihn mir. Zeig mir deinen Rüssel und deine Füße. Auch, Hashtag Fetisch für Leute, die es brauchen. Für den Wikipedia-Eintrag und so. Wo ist denn der Kerl? Werden wir ihn jemals finden? Muss ich mich die ganze Zeit selbst umgucken oder gehe ich davon aus, dass sie mich zu dem Typ führt? Muss ich die jetzt steuern oder fährt die dahin, wo der ist? Die fährt dahin, wo er ist. Okay. Nehmen wir und dann nehmen wir das. Kann man so stehen lassen. Das kann man so stehen.
Ich bin immer vorsichtig, entschuldige mal bitte. So, also, Oh. Ja, ich bin ja dabei. So. So. Und zwei Füße. Wir haben schon zwei. Aber ach, die haben HP. Nein, nein, nein. Geh doch dahin! Ich drehe doch um. Die Steuerung ist katastrophal. Na gut, es hat funktioniert. Ich weiß nicht warum, aber es hat für den Moment funktioniert. Na gut, das muss ich jetzt noch x-fach schaffen. Ne? Noch mindestens 6-mal. Ja, wenn es weiter nichts ist. Ja, gut, wird schief gehen. Ich bin immer vorsichtig, sagte ich. Das haben wir ja gerade auch gemerkt. Das war schon, also mindestens mal hochprofessionell. Zumindest mal. Ja. Von hier aus treffe ich nicht. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Da müssen wir noch ein Stückchen näher dran, Freund. Und dann schreien in der Nähe. Lass mal kurz Pause machen. Ich muss mal kurz einen Fast-Travel-Punkt. Ja, immer. Wir müssen mal kurz einen Fast-Travel-Punkt holen, Alter. Wir müssen mal kurz Prioritäten setzen. Treff doch jetzt auch endlich. Mach doch jetzt, Dankeschön. Und jetzt können wir dann so. Ja. So. Und dann so. Nee, das war nicht gut. Aber so. Nee, das war auch nicht gut. Komm schon, jetzt. Ja. Was war das denn jetzt? Was war denn das letzte jetzt? Da kommt es. Vorsicht. Da kommt es. Vorsicht. Ja, ist gut. Wir lassen das mal einfach so im Raum stehen. Das ist die Gelegenheit. Kann es sein, dass ich nur die Lilan treffen kann oder so? Oh. Ich verstehe nicht, was ich tun muss. Beziehungsweise ich verstehe nicht so. Wir machen jetzt mal schnell. Aber ich kann ja auch nicht schnell machen, weil jedes Mal, wenn ich schnell mache, dann hängt sie hinterher. Das ist grausam. Okay, und das war jetzt auch noch Glück, dass sie es nicht getroffen hat. Ein bisschen höher. Nein! Ich treffe ja nicht mal mehr in der. Ich bin ja nicht mal mehr in der Nähe davon. Mache ich irgendwas. Wahrscheinlich mache ich wieder irgendwas falsch. Ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwas falsch mache und dann. Ja, dann sei mal schneller. Was hältst du davon? So, pass auf. So, jetzt aber. Ach, komm schon. Ach. Ach was. Ach was. Was muss ich tun? Kann ich jetzt einfach weiterfahren? Soll ich es erstmal zurückführen? Nein, weiter. Ziel auf die. Ja, ich ziehe jetzt auf die Füße, ich treffe aber nicht. Festhalten, ja, mach mal. Mach mal klar. So, und jetzt hau mal einen raus. Jetzt hau mal einen raus hier. Ich muss irgendwie in die Nähe davon kommen, aber jedes Mal, wenn ich schnell fahre oder fahren möchte, dann nimmt sie dermaßen hinterher, dass ich aus ihrem dummen Kreis hier rausfahre. Das heißt, es bringt mir gar nichts. Ja, aber von hier aus treffe ich nicht. Sie sagt die ganze Zeit jetzt, aber das ist ja viel zu weit weg. Und stattdessen fährt sie jetzt auf einmal nach rechts, aus welchem Grund auch immer. Was zur Hölle? Okay. Immer doch, stets zu Diensten. Dieser Scheißklotz wird mich jetzt umbringen. Alles in Ordnung? Ich beschütze dich. Ja, das merke ich. Das merke ich gerne und dann werden wir. Können wir dem Typen jetzt einfach mal in die Schnauze hauen? Ich habe ja gerade schon getroffen. Ich habe sogar schon mal getroffen, aber es funktioniert scheinbar gar nichts mehr. Dann ist gut, wollen wir auch gar nicht. Ja, ich merke, dein Donner kommt auf uns zu gedonnert, Alter, aber gebrettert mit allerhöchster Geschwindigkeit. hau mal einen raus, Alter. So, jetzt. Jetzt dann. Wir fahren genau drauf zu. Wir fahren auch weiterhin genau drauf zu. Fahre weiter drauf zu, sodass ich noch näher bin. Ich warte, bis dieser dumme Donner jetzt gleich fertig ist. Warte, bis der Donner fertig ist. Jetzt bin ich nah dran. Muss ich so lange warten, bis ich die Balken sehe? Das ist. Ja. Jetzt, okay. Wir warten dann von mir aus so lange, bis wir die Balken sehen. Wenn ich das weiß, dann ist ja alles schon mal. Das ist ja alles quasi schon mal gut. Alles quasi schon mal gut. Ist auf einmal alles ruhig jetzt hier. Das passt so. So ist natürlich dann erträglich. Das ist, so ist das deutlich erträglicher als davor. Gut. Sehr gerne. Ja, der macht jetzt seinen Schritt und dann. So. Das hat auch wieder nie getroffen. Jetzt aber, das muss jetzt aber treffen. So, okay. Soweit, so gut. Hierher. Ja, ich bin stets da. Stets zufrieden quasi. Ja. Nein. Ja, das sind Blumenpötte. Das sind Krogpötte. Kröge quasi. Der wird wahrscheinlich jetzt gerade in der. Ist mein dummer Bogen auch noch kaputt gegangen.
So, jetzt. Jetzt aber hier mit Contenance. Die gehe jedes Mal weg, wenn ich gerade anfange zu zielen. Jedes einzelne Mal. So. Jetzt geht der noch dazu. Das gibt es doch gar nicht. Das hat jetzt getroffen. Na gut. Aber wie soll ich die hinteren treffen? Das ist die Frage. Wie soll ich die hinteren treffen? Da muss ich ja quasi erstmal näher ran. Trifft das? Das zählt hier jetzt? Ich gehe davon aus, dass das zählt. Es sind drei kaputt. Ja, klar. Wir werden vorsichtig sein. Brav und vorsichtig, wie wir nun mal sind. Nicht wahr? Also ist ja quasi mein zweiter Vorname. Und dann... Ja. Gemein. Fies, gemein und hinterhältig, dass dieser Fuß dann jetzt quasi einfach dazwischen funkt. So, jetzt. Treffen wir? War zu hoch. Ich hab gleich keine Bombenpfeile mehr. Was machen die dann eigentlich? Was machen die, wenn man keine Bombenpfeile mehr hat? War das jetzt ein Treffer? Das war ein Treffer. Dann sind wir jetzt fertig. Alter Schwede. Mit dem Falkenbogen wäre das nicht passiert. Das ist vollkommen korrekt, ja. herrlich. Es war... schwieriger, als ich Erinnerung hatte und wahrscheinlich schwieriger, als es sein musste. Aber das ist so gut. Nehmen wir dann halt einen Tee aus unserem wunderschönen Milka-Osterbecher. Prioritäten, Alter. Prioritäten. Gestern. Jetzt werden wir, stimmt, ich habe im Prinzip schon gebrutzelt. Aber ich meine, im Grunde genommen ist das jetzt dann, im Prinzip ist das ja dann die gerechte Strafe. Da würde ich diesen Bogen einfach liegen lassen. Und eintauschen gegen irgendwas, was zweimal Schaden macht. Ich habe nicht die Kraft, Naboris zu bändigen. Nur du kannst diese ganze Sache zu einem guten Ende bringen. Klar. Erkennt man ja, nicht wahr? jetzt. Erzähl mal. Die sind nicht majestätisch. Dieses nicht majestätisch. So ein Ding als Fortbewegungsmittel, das wäre schon fantastisch, oder? Also ich würde es gerne quasi nehmen. Und dann stell dir die Gesichter vor. Stell dir mal vor, damit stehst du ja zur Weihnachtsfeier der Firma oder sowas. Dann stehst du da mit deinem Kriegselefanten. Das ist dafür viel machen müssen. mit unserem Parasegel. Klar. Kann ich. Krieg ich hin. Natürlich, ohne weiteres und so. ja, komm. Jetzt machen wir mal. Mal gucken, ob wir den jetzt irgendwie hinkriegen und wie lange wir dafür brauchen. Ich hab den ebenso wie den ganzen Kram drumrum als das mit Abstand schwerste in Erinnerung. Also, das wird dann schon funktionieren irgendwie. Bestenfalls trotzdem. Dieser Ort war ein Blablabla. Ja, machen wir gerne. Und dann. Schauen wir mal. Sieh an, wer sich da mal wieder blicken lässt. Ach, Entschuldigung. Ich habe immer gewusst, dass du eines Tages hierher kommen würdest. Mhm. Ich wette, du willst Naboris Ganons Kontrolle entreißen, oder? Mhm. Dann solltest du als erstes die Karte suchen, die dir den Aufbau dieses Relikts verleiht. Sollen wir das mal machen? Das sieht schon fantastisch aus.